Ja, schönen Nachmittag. Die Zeit ist reif, das Blatt zu wenden, eine Schubumkehr einzuleiten gegen Rapid. Man hat bei der Mannschaft schon nach dem Auftaktsieg in Altach gespürt, wie wir dann im Kreis zusammengestanden sind, dass sehr viel Energie da ist und Wille da ist für das kommende Spiel, eben für das Spiel gegen Rapid. Und ja, wir wollen den Fans und natürlich auch dem Verein einen Sieg gegen Rapid schenken. Wir werden alles dafür unternehmen. Wir wollen uns auch beweisen, dass wir es können. Und an dem werden wir morgen hart arbeiten. Es erfordert natürlich eine extremst gute Leistung, eine stabile Leistung. Wir können auf den letzten 4 Spielen aufbauen, wo wir zu Null gespielt haben. Aber wir müssen uns auch noch steigern im Vergleich zu den letzten Spielen, um morgen einfach dieser harten Aufgabe gerecht zu werden. Husim Balic ist fit, er trainiert seit einigen Tagen wieder mit, Marco Ragusch wird ausfallen und auch Christoph Mondschein und daneben natürlich noch die Langzeitverletzten. Ja, muskuläre Probleme und ich denke, dass er nächste Woche wieder einsteigen kann. Ich glaube, dass es einfach immer eine besondere Ehre für mich ist. Die Fußstapfen von Gernot sind jetzt nicht ganz so klar, also er hat wirklich die letzten Jahre, glaube ich, einen hervorragenden Job geleistet und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit ihm sehr lange zusammengespielt habe oder zusammenspielen habe dürfen und habe natürlich auch viele Dinge von ihm mitnehmen können. Und ich will einfach nur so authentisch bleiben, wie ich bin und freue mich sehr, dass ich die Aufgabe übernehmen kann. Und so werden wir das anlegen und so werden wir da reinstarten. Ich glaube, die Position an und für sich ist einfach nur für mich sehr, sehr ehrenvoll, dass ich die ausführen darf. Aber heißt jetzt nichts, dass ich jetzt nichts anderes machen werde. Natürlich kommen die ein oder andere Aufgabe dazu, aber an das gilt es sich einfach zu gewöhnen und ich freue mich drauf und ich brenne auf die Aufgaben, die auf mich zukommen und werde versuchen, so authentisch zu bleiben, wie ich bin und dann mache ich mir da keine Sorgen. Richtig gut. Er hätte möglicherweise auch gestern schon einsteigen können, ist aber heute eingestiegen, ohne Probleme und auch er ist fit. Ja, es ist natürlich für Rapid eine harte Woche gewesen. Aber da jetzt zu viel hinein zu interpretieren, wäre, glaube ich, von unserer Seite der falsche Ansatz. Wir müssen von der ersten Minute an anzeigen, dass wir der Herr am Platz sind morgen und wir müssen es Rapid gewaltig schwer machen von der ersten Minute an, sodass sie, denke ich, nach den Erfolgserlebnissen oder den ausgebliebenen Erfolgserlebnissen einfach diese Woche beginnen, sehr, sehr stark nachzudenken. Und deswegen haben wir jetzt auch in der Analyse uns jetzt nicht ganz intensiv mit Rapid beschäftigt, schon in taktischen Gesichtspunkten, aber in erster Linie liegt einfach der Fokus bei uns. Ich glaube, dass Rapid eine sehr gute Mannschaft ist. Ich glaube, dass sie aber auch Schwachstellen haben, die man ausnutzen kann und ich glaube auch, dass wir Werkzeuge haben, um die Schwächen von Rapid auszunutzen. Und das ist unser Ziel und das werden wir probieren und bin überzeugt davon, dass uns das morgen gut gelingen kann. Ja, Alex, bei dir erstmal zum Kapitän. Heute gibt es schon Traditionen beim LASK, Baruch Erwan war es ja auch schon. Wie definierst du diese Rolle jetzt für dich? Siehst du dich als was du ja aktuell eh schon warst, Kommunikator auf dem Spielfeld? Wie möchtest du sie ausbilden? Ja, also ich glaube eh schon, wie vorhin erwähnt, also ich glaube, die Aufgaben an und für sich sind jetzt nicht viel anders geworden. Ich glaube, am Platz gilt es immer nur daran, meine Leistung abzurufen und das ist das Wichtigste, das ist der oberste Standpunkt für mich auch nach wie vor. Und danach kommen natürlich die Sachen dazu, aber ich glaube, das war wie ich es bisher auch schon gemacht habe. Ich versuche am Platz der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen, weil ich einfach sehr viel sehen kann von hinten und außerhalb des Platzes verändert sich auch jetzt nicht was gut, was für mich. Also ich interpretiere die Rolle eigentlich relativ, für mich ist es eine relativ coole und angenehme Situation. Ich glaube, wir haben einen super Spielerrat, wir haben generell sehr viele Spieler, die sehr offen sind, die miteinander sehr viel kommunizieren und ich glaube, dass da schon sehr viel von Haus aus läuft und da gibt es einfach immer nur ein bisschen den Überblick zu behalten und ansonsten bleibe ich einfach so, wie ich bin und ich glaube, das passt da ganz gut. War die Wahl jetzt basisdemokratisch oder bist du bestimmt worden? Nein, also im Grunde hat der Trainer schon bestimmt. Er hat uns natürlich schon gefragt, wie es ausschaut. Wir haben ja die Zeit bekommen, mich zu entscheiden, aber im Endeffekt, wenn man die Rolle zugeteilt bekommt und im Mannschaftsrat das Ganze abspricht, dann
handelt man das, sieht das intern aus und dann hat es dann auch letztendlich gepasst. Abschließend noch so ein Archiv zum nächsten Gegner. Du hast die 7 mageren jüngsten Duelle miterleben dürfen. Jetzt kommt ein angeschlagener Boxer her. 2-0-2 verloren, Champions League ausgeschieden. Macht sich das gefährlicher? Gefährlich. Ich glaube, wir wissen, dass gegen Rapid zu spielen ja, für uns bedeutet, dass wir die maximale Leistung abrufen müssen. In jedem Moment und jeder Phase vom Spiel. Und da ist ganz egal, ob sie davor gewonnen haben, ob sie davor verloren haben. Wir wissen einfach, was sie für Stärken haben. Wir kennen den Gegner und wir wissen auch, was auf uns zukommt. Aber im Grunde genommen haben wir auch so viel Selbstvertrauen, dass wir da stehen und sagen, wenn wir unser Spiel am Platz bringen, dann wird es für sie schwierig, uns zu schlagen. Und genauso werden wir auch morgen in das Spiel gehen. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel Selbstvertrauen erdanken können in die letzten Spiele und ich glaube, die Richtung stimmt. Und morgen, glaube ich, wird es das erste Mal wieder komplett volles Haus sein bei uns daheim. Ich glaube, es wird eine richtig coole Atmosphäre und da einfach werden wir einfach versuchen, unser Maximales zu geben. Und dann bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass wir da morgen die 3 Punkte links lassen können. Wenn man sich viele Spiele aus den 7 Spielen auch anschaut, dann waren, glaube ich, auch sehr viele Spiele dabei, wo wir doch wo mehr drinnen gewesen wäre für uns. Wenn man sich jetzt hernimmt, das glaube ich, letzte Heimspiel war es, wo wir eigentlich 1-0 vorne waren, wo eigentlich keine Gefahr von einer ausgegangen ist. Wenn man sich, ich glaube, das war ein Heimspiel, wo wir 1-0 verloren haben. Wenn man sich die Partie anschaut, da waren wir auch eigentlich besser im Spiel. Aber ich sage, das ist ja halt immer so ein Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden. Und ich glaube, dass auf das auch morgen ankommen wird. Und wenn man sich die letzten 7 Spiele hernimmt, dann glaube ich, waren da einfach zu viele vielleicht auch individuelle Fehler dabei, dass du nachher einfach so ein Top-Spiel einfach gewinnst. Und auf das wird es auch morgen drauf ankommen. Wir müssen schauen, dass wir in unserem Spiel bleiben, in unserem Plan bleiben. Und dann, glaube ich, wird das sehr positiv verlaufen für uns. Aber wie gesagt, es ist immer ein knappes Spiel und wir werden da schon unser Maximales abrufen müssen. Also wir haben damit spekuliert, dass das Vojvodina weiterkommt und haben sie einmal in der Meisterschaft live gesehen gegen Partizan, wo sie 0-2 verloren haben und wir haben sie gestern live gesehen und haben natürlich einiges Videomaterial, was man ohnehin bekommt und werden uns natürlich ab Sonntag eingehend mit unserem Scout zusammensetzen am Vormittag und über diese Spiele besprechen. Wir haben auch schon ein bisschen reingeschaut von daher glaube ich, sind wir sehr, sehr gut informiert. Ja, das ist vielleicht immer so die große Herausforderung, diese Einschätzung auch zu machen, weil es eine andere Liga ist, weil dort auch ein klein wenig ein anderer Fußball gespielt wird. Aber man muss schon sehr großen Respekt deswegen vor ihnen haben, weil sie auch gute Ergebnisse bislang geliefert haben. Also 0-2 Partizan, 0-0 gegen Roter Stern Belgrad und Roter Stern Belgrad ist eine gute Mannschaft. Also man muss den Gegner ernst nehmen, aber der Anspruch, wie wir es gestern auch schon verlautbart haben, ist einfach da drüber zu kommen und zu gewinnen. Also da gibt es keine Diskussion, aber wir werden den Gegner analysieren, gut analysieren und dann werden wir runter weiterkommen. Ja, ist jetzt seit 3 Wochen wieder zurück vom australischen Nationalteam und aktuell ist es einfach eine sportliche Entscheidung, dass er nicht im Kader dabei war. Wir sind der Meinung, dass Lukas Krikic, Peter Michorl und auch Hong ihre Aufgaben extrem gut im zentralen Mittelfeld gemacht haben und wir haben jetzt immer 3 Sechser in den Spielen dabei gehabt und nicht 4. Und da sehe ich die 3 aktuell ein Stück weit vorne und alles andere wird sich jetzt einfach auch zeigen und weisen.